So, und da bin ich wieder hier bei dem neuen Projekt Battle Mons. Jetzt schon der vierte Part. Ja, wir sind immer noch beim Tutorial und ich habe jetzt, wo ich am Tag ein wenig selber gespielt habe, festgestellt, als ich nochmal den Herrn Dr. Puschel um Rat gebeten habe, dass es nicht darum ging, einen Freund zum Spiel einzuladen, sondern einen Freund auf meiner Freundesliste einzutragen. Da ich noch keinen Freund habe, beziehungsweise niemanden kenne, der dieses Spiel spielt, kann ich auch einfach hier Jonathan reinschreiben und damit wäre die Aufgabe auch erledigt. So, dann werden wir dies nämlich auch gleich mal tun, aber zuvor möchte ich noch euch kurz sagen, was ich am heutigen Tage so erledigt habe. Wie ihr seht, schläft mein Zahni ganz friedlich hier in seinem Schlafplatz, in seinem Nest. Ja, die Energie war komplett aufgebraucht. Ich wollte noch keinen Espresso bzw. Kaffee verschwenden und deswegen habe ich es einfach mal schlafen gelegt. Jetzt schläft schon wieder eine ganz schöne Weile. 400 Energie hat sich schon wieder zusammengeschlafen. Und wenn man hier drüber geht, sieht man. Oder hier drüber? Ja, hier drüber. Sieht man, dein Battlemon schläft gerade. Klicke auf den Wecker bei der Schlafanzeige, um es aufzuwecken. Dann könnte man es wieder benutzen, beziehungsweise mit in die Wildnis gehen oder ähnliches. Aber hier sieht man auch, am Donnerstag um 9:19 Uhr wird es von alleine aufwachen. Das heißt, um 9:19 Uhr ist die Energie wieder komplett aufgeladen. Das ist jetzt in, ja, 8 Stunden, 8,5 Stunden soweit. Und dann könnte ich wieder komplett mit Zani durchstarten. Aber ich muss euch sagen, ich war. Habe alle Trainingseinheiten verbraucht, alle Fähigkeitspunkte verbraucht, habe bisschen in der Arena gekämpft und habe in der Wildnis geforscht. Und gerade in der Wildnis, wie man hier unten so sieht, habe ich so einige Dinge gefunden, zum Beispiel Chilischoten. Ja, ich habe hier zweimal eine 1er Chilischote gefunden, das heißt, ich kann einen Fähigkeitspunkt mehr pro Chilischote meinem Zani geben. Und dann habe ich ja auch 5er Chilischoten gefunden, jeder nur eine. Das heißt, ich kann 5 Fähigkeitspunkte zu einer Fähigkeit, also unserem Zani oder einem anderen Monster hinzugeben. Ja, dann habe ich noch einige Fußbälle bzw. Bälle gefunden, die aber nur für Jungen zu verwenden sind. Rasseln habe ich ein paar gefunden, musste ich aber natürlich auch wieder ausgeben, damit die Stimmung bei unserem Zani bestehen bleibt. Bananen ist auch eher nix für unseren Zahni, deswegen gibt es da noch 23 Stück. Fische habe ich ein paar gefunden. Keulen, ja, sonst nichts wirklich weltbewegendes. Salate kann ich meinem Zahni noch geben, das habe ich bis jetzt nicht gemacht. Ich habe immer nur Frucht und Fisch ihm gegeben. Und das wirklich allergeilste, ich habe ein Level 7er Gegner, also wenn man da so durch die Wildnis läuft, das kann ich euch dann vielleicht auch nochmal zeigen. Oder auch am morgigen Tag, beziehungsweise zum nächsten Part. Sind immer so andere Monster, also jetzt keine richtigen Spieler, sondern so computergesteuerte Monster, beziehungsweise Battle Mons, die so einfach da rumlaufen und wie man ja vielleicht schon in dem Wildnis-Simulator gesehen hatte, als mein Zahn noch ein Teenager war, wenn man sie berührt, starten sie einen Kampf. So, und so kann man natürlich Gold verdienen. Man sieht, ich habe jetzt knapp 3000 Gold schon dazu gesammelt, habe jetzt eigentlich nicht wieder irgendwas gekauft gehabt. Und man bekommt auch Erfahrungspunkte. Und deswegen ist man sieht hier oben die aktuelle Stufe. Mein Zahn ist jetzt schon Stufe 7. Und ich habe, als er noch Stufe 6 war, einen Stufe 7er Gegner gefunden. Und dieser Gegner war nicht allzu stark, also er hatte, glaube ich, mehr Geschicklichkeit als ich, dafür hatte ich mehr Stärke und Ausdauer und habe ihn dann ja, relativ souverän geschlagen. Und dieser Stufe 7 Gegner hat etwas bewacht. Ja, jetzt fragt ihr euch sicherlich, was er bewacht hat. Es war in so einer Art, wie hier schon, wie man hier vielleicht sieht, ein Nest. Nämlich er hat ein Battlemon-Ei bewacht. Ja, ich habe ein weißes Ei gefunden. Das war die Überraschung. Ich würde das jetzt gern mit euch brüten und schauen, was da so rauskommt. Dann würde ich nämlich hier Zani noch ein bisschen schlafen lassen, damit sie sich wieder erholen kann. Dann könnte man noch ein bisschen mit dem neuen Battlemon, was ich gefunden habe, spielen, beziehungsweise es ein bisschen aufpäppeln. Aber erstmal möchte ich kurz die Aufgabe hier erledigen. Wir sollten Jonathan als Freund hinzufügen. Okay. Oh, Sound ist noch aus. Den mache ich gleich an für euch. Kaufe
Oder verlängere einen Monster-Account. Ist die neue Aufgabe von unserem Dr. Puschel. Ein Monster-Account gibt dir im Spiel viele Vorteile. Du kannst alle Trainingsgeräte mit bis zu drei Monstern gleichzeitig benutzen, umsonst das Tunnelsystem betreten. Du siehst die Futtervorlieben deines Monsters im Inventar und vieles mehr. Gehe jetzt in den Shop und kaufe dir einen Monster-Account. Dafür habe ich wieder 70 Battle Coins gefunden, bekommen, wie man hier oben sieht. Wir gehen im Shop und kaufen uns einen Monster-Account. Glückwunsch! Das war, glaube ich, das Tutorial. Nun weißt du alles, um deinen Battlemon zu trainieren und einen Platz ganz weit oben auf dem Stein des Ruhmes zu erreichen. Ich habe dir eine kleine Belohnung gegeben, damit der Anfang etwas leichter fällt. Chili plus 20, das heißt, ich krieg nochmal 20 Fähigkeitspunkte. Das finde ich natürlich auch sehr, sehr nice. Und jetzt gibt's vom Dr. Puschel nicht mehr das Tutorial, sondern wie man hier oben sieht, Quests. Das ist natürlich auch eine gute Idee. Also man kann jetzt auch Quests hier erledigen, wie zum Beispiel diese hier. Man kriegt 10 XP-Punkte, wenn unser Battlemon Stufe 8 erreicht. Ja. Stufe 8 ist die Höchststufe für ein Battlemon aus einem Ei der Stufe 1. Für ein Battlemon mit einer höheren Stufe benötigst du ein höherstufiges Ei. Um ein Stufe 2 Ei zu erhalten, brauchst du zwei Stufe 8 Battlemons. Da du bereits weißt, wie man sein Battlemon aufsteigen lässt, sollte es vielleicht ein Klacks sein, den Battlemon auf Stufe 8 zu bringen. Okay, das ist natürlich interessant. Ich habe, dann ist das hier ja genau. Das, was ich gefunden habe, ist auch ein Stufe 1 Ei. Das sieht man wahrscheinlich an der kleinen 1 da oben. Wenn ich das brüte, muss ich das auch auf Stufe 8 bringen, um ein Stufe 2 Ei zu bekommen. Okay, so weit, so gut. Wir wollten jetzt hier in die Brutkammer gehen und dieses Ei in die Brutstätte legen. So, und jetzt schauen wir mal. Genau, Musik wollten wir noch anmachen. So, jetzt ist alles hier wieder. Perfekt. Hier kannst du dich entscheiden, ob du, genau, wir wollen es natürlich ausbrüten. Das dauert jetzt eine Minute, in der ich euch noch ein bisschen über das Spiel erzählen kann. Ich habe jetzt schon ein bisschen gespielt, den Tag über, und kann euch wirklich sagen, es ist wirklich unterhaltsam. Es macht Laune, gerade wenn man so mit seinem Battlemon durch die Wildnis spaziert und dort so gegen die Gegner kämpft. Mit der Zeit wird es vielleicht etwas eintönig, weil die Gegner sich zwar in der Form unterscheiden, aber von den Attacken nicht sehr unterscheiden. Also es gibt so Boden, Wasser, Feuer, Blatt und Wind Angriffe, aber diese sehen halt fast alle gleich aus. Und am Anfang hat man keine Gegner, wenn man seinen Battlemon eh schon hochgestuft hat, auf wie ich zum Beispiel Stufe 6, und die ganzen normalen Gegner laufen dort in Stufe 1 bis 4 rum, dann sind die keine Herausforderung für einen. Aber trotzdem macht es Spaß, dort immer etwas zu finden, die Wildnis zu erkunden. Und es besteht nicht, die Wildnis besteht nicht nur aus einem Teil, sondern da gibt es mehrere Teile der Wildnis, also mehrere verschiedene, ja, Fauna und Flora. Und da bin ich aber noch nicht reingegangen, weil ich erst schauen wollte, was sich so in der ersten Standardfauna finden lässt. Und da schlüpft es mein neues Battlemon. Die Art deines Battlemons, Fellkopf. Genau, davon habe ich viele gesehen. Es ist ein Junge. Na, das ist doch mal eine Überraschung. Wäre ja auch schlimm gewesen, wenn ich noch ein Mädchen bekommen hätte. So, wie wollen wir denn den Jungen nennen? Ich würde ihn einfach Felly nennen. Ja, Felly ist gut, ist ein schöner Name. Felly Stufe 1 ist jetzt mein treuer Begleiter. Er braucht ein bisschen Stimmung. Ich habe ja genügend Bälle. Darf er mal ein bisschen mit dem Ball spielen? Ja, wie er sich freut. Mann, 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 ist das süß. So, jetzt können wir gleich mal gucken, ob er vielleicht Bananen mag. Nein. Ups. Okay, Bananen mag er nicht, aber vielleicht hier ordentlich ein Stück Fleisch. Ja, Fleischmarke. Na, davon habe ich doch genug. Davon kannst du genug haben von mir aus. Hier, bitteschön. Ja, ist schön, mein Kleiner. Ist schön. Hier nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Und komm, damit er 100 voll hat. So, jetzt darf er nochmal mit dem Ball spielen. So, und jetzt sieht es doch schon viel besser aus. 100, 100. Er ist super glücklich. Und wir versuchen es nochmal genauso zu machen wie mit unserem Zani. Wir gehen erstmal auf den Trainingsplatz, schicken ihn ein bisschen. Ach so, nein. Ach, er ist ja noch ein kleines Baby. Er muss jetzt erstmal zu einem Teenager heranwachsen. Oh, ich habe schon wieder vergessen, wie wir das gemacht haben. Nein. War es hier, wo man den Battlemon?
Ja, genau, hier können wir schon mal Fähigkeitspunkte. Also er hat schwarz, den Wind und grün. Da ich grün schon bei meinem Zani gut ausgebildet habe, werde ich hier mal dafür sorgen, dass die schwarze Karte oh, schon Maximalstufe erreicht. Eieiei, das ging ja fix. Maximalstufe schon. Ach, weil es ja noch ein Baby ist. Ja, okay, als Baby kann es ja noch nicht so viel machen. Aber ich frage mich gerade, wie das war, bis er zu einem Teenager wird. Da muss ich mal kurz überlegen. In der Arena. Ach Leute, ich hab's schon wieder vergessen. Vielleicht kurz ausruhen lassen. Ja, schlaf mal ein bisschen. Das ist ja jetzt auch komisch. Die Zahl? Ah, das ist wahrscheinlich durch meinen, genau, durch meinen hier Monster-Account. 1000 extra Energiepunkte, welche regeneriert werden können. Genau, ich dachte schon, warum haben die auf einmal so viel? Okay, wir lassen den hier einmal durch. Genau, und jetzt wecken wir ihn wieder auf. Ich frage mich nur gerade, wie das lief, dass er Teenager wurde. Da bin ich gerade kurz überfragt. Mal gucken, ob der das schon kämpfen kann. Nein. Ach Leute, helft mir mal kurz auf die Sprünge, damit ich weiß. Brutkammer. Ne, hier war auch nix. Ich habe das doch tatsächlich schon wieder vergessen. Totem. Oh, heute ist ein neuer Tag. Ja, da können wir eigentlich schon mal hier drehen. Mal gucken, was uns da erwartet. Ja, ein Espresso. Nein, ein Kaffee. Na, das ist doch mal eine super Sache. Ja, Quest. Ich weiß, Stufe 8. Muss ich noch machen. Ja, da ich gerade nicht weiter weiß, wie ich hier unseren Felly zum Teenager werden lasse. Lass ich ihn erstmal ausruhen und ne, wecke unseren Zani auf, weil er kann ja wieder ein bisschen was machen durch die 1000 extra Energie. Und mal schauen, vielleicht kriegen wir ihn noch auf die 8. Stufe. Wir kämpfen erstmal ein paar Arena-Kämpfe. Oh, er hat noch Trainingseinheiten. Nein, nein, nein. Die mache ich später, wenn ihr nicht dabei seid. Das dauert sonst zu lange. So, hier so. Okay. Wen nehmen wir denn da mal? 7. Ja, der sieht recht akzeptabel aus. Hier meine drei Fähigkeiten. Die grüne ist schon auf Stufe 10. Meine ganzen Tränke habe ich auch gefunden. Und da kommt er auch schon. Was ist das denn für ein Zeitgenosse? Okay, ich fange an. Er hat ganz schön starke. Er wird die zuerst nehmen auf schwarz 30%. Ja, machen wir mal so. 1288. Heieieiei. Da fegt er mich wieder weg. Ui, das wird wahrscheinlich eine K.O.-Runde für mich. Nein, hier wird er besiegt. Okay. Eieiei, der ist doch stärker, als ich am Anfang vermutet habe. Uiuiuiui, das wird eine Blamage. Ja, wie der Wind ging, das war wieder typisch von mir, dass ich da verkackt habe. Aber na gut, Zani muss auch damit umgehen können, dass er nicht immer gewinnen kann, beziehungsweise sie, sondern manchmal auch das Ruder abgeben muss. Da hat er verfehlt. Gibt noch. Ah, jetzt muss ich Zug überspringen und damit hat er mich endgültig. Genau. Ich habe verloren. Was verliert man denn da so? 9 Erfahrung, 3 Ligapunkte. Uiuiuiui. Okay, dann gehen wir doch lieber in die Wildnis. Hier kommt man in die Wildnis. Nö, ich möchte jetzt nichts verteilen hier. So, das Laden dauert jetzt kurz, deswegen können wir noch mal kurz ein bisschen quatschen. Ja, ihr seht oben die Uhrzeit. Es ist 1 nach 1 und es sind trotzdem noch 42 Spieler online. Einer davon bin ich wahrscheinlich. Aber 42 Spieler um die Uhrzeit für ein relativ neues Browser-Game ist schon nicht schlecht. So, hier wurde anscheinend auch wieder aufgefüllt, also die Gegenstände, die hier so herumliegen. Ich weiß nicht, ob das jeden Tag gemacht wird, da habe ich jetzt noch nicht wirklich was dazu herausgefunden.
Aber ich hatte für uns eigentlich in dieser Fauna und Flora alles abgegrast, was es so an herumliegenden Gegenständen gab. So, und das meine ich halt. Das ist jetzt eine Stufe 1er gegen mein Stufe 7er. Und da reicht fast ein Angriff aus, um ihn hier zu besiegen. Jetzt kommt der zweite und das dürfte das Ende für den Fellkopf gewesen sein. Genau. Aber im Endeffekt bekommt man auch nicht viel. 8 Erfahrung plus ein bisschen Gold. Ja, und was ihr hier auch gut seht, also alles, was man hier während des Wildnisaufenthalts sammelt, wird erstmal hier drüben gespeichert, beziehungsweise ja angesammelt. Und erst wenn man die Wildnis verlässt, ohne dass man gestorben ist, also in freiwilligen Stücken verlässt, werden die richtig zum eigenen Inventar hinzugefügt. Das heißt, wenn man stirbt oder, ja, keine Ahnung, nicht mehr genug Energie hat, dann gehen die Gegenstände weg und man bekommt sie nicht. Das heißt, sie verschwinden einfach. Also sollte man dahingehend immer aufpassen, dass man nicht zu lange in der Wildnis bleibt und nicht zufälligerweise noch auf einen sehr ungemütlichen Gegner trifft, damit man nicht da vielleicht, ja, in den sauren Apfel beißt. So, und da sind wir wieder. Hier ist schon wieder ein weißes Ei, ein Battlemon-Ei. Und den meinte ich, guck, da tun wir ihn dann doch jetzt nochmal schlagen. Mit laufender Kamera, wenn man so, wie man so schön sagt. Und gucken mal, ob wir den wieder schlagen können. So. Das ist der Stufe 7er, den ich vor uns zum Anfang dieses Parts angekündigt hatte. Und mal gucken, ob der nochmal so leicht zu besiegen ist. So, Feuer gegen Grün dürfte kein Problem sein. Da verfehlt die Attacke. Das ist natürlich nicht allzu gut. Feuer gegen Feuer. Okay, 260. Meine Fraps, also meine FPS sind ziemlich, ja, gering gerade. Ich weiß nicht, womit das zusammenhängt. Also eigentlich läuft das flüssiger, hat man ja auch in den anderen Folgen gesehen. Wahrscheinlich, weil ich nebenbei noch rendere. Naja, egal. Es ist ja gerade so zumutbar. So. Jetzt hat er mich geschlagen. Ah, die Animationen sind natürlich auch genial, ne? So Rülpser und so. jetzt wird's langsam kriminell. Aber dann meine grüne Attacke jetzt komplett durch. Genau, habe ich ihn besiegt. So, ein Ball, 110 Gold und schön erfahren. Und hier ein Battlemon-Ei. Und wir schauen mal, das ist nämlich kein weißes, sondern ein schwarzes Ei. Interessant. Hier oben hätte ich fast noch eine Rassel vergessen. Das ist gut für meinen Zahni, damit er in Stimmung bleibt. Und wie man da schon wieder sieht, 5% Sättigung. Hier drin kann ich ihm, glaube ich, nichts geben, oder? Nein. Da muss ich raus aus der Wildnis. Und das werde ich, glaube ich, auch gleich erstmal machen, bevor hier noch irgend. Nach GGGG. Bevor hier noch was Schlimmes passiert. Gehe ich aus der Wildnis, speichere meine gefundenen Dinge. Und dann gehen wir nochmal rein und gucken, ob dann schon wieder alles geresettet wird, also sobald man aus der Wildnis rausgeht, dass dann wieder alle Gegenstände da sind, oder ob das wirklich Tag zu Tag nur gemacht wird. So, minus 5 Sättigung, jetzt hat es gar nichts mehr, dann kriegt er hier. Hier. Komm, das isst du doch so gern, mein Kleiner, ja. Und nochmal. Und nochmal. Und noch einen leckeren Fisch. So, und hier habe ich jetzt ein schwarzes Ei. Brüte es in der Brutkammer aus. Das werde ich mir für die nächste Folge aufheben. Ja. Wollen wir eigentlich noch. Ja, wir könnten noch mal ein paar Fähigkeitspunkte auf den Zahni hier geben. Grün. Ja, hier ist auch gut gelöst. Hier sieht man, wie viele Punkte man braucht für die nächste Stufe. Das heißt, man kann gut einzahlen, wenn ich ihm jetzt hier 4 gebe. Dann ist er jetzt auf Stufe 11, hab noch 6 übrig. Das heißt, ich kann hier noch 3 drauf machen. Ist es ja auch eine Stufe höher auf 5. Hier mache ich jetzt 1 drauf. Und ja, jetzt brauche ich wieder 4, die habe ich natürlich nicht. Deswegen nehme ich die 2 jetzt hier drauf, die ich noch über habe. Genau, und dann brauche ich dann beim nächsten Mal nur noch 2 Einheiten. Scannen wir mal unseren Zahni noch kurz. Schauen, wie seine Fähigkeitspunkte jetzt aufgebaut sind. 26 Stärke, 25 Geschicklichkeit und 40 Ausdauer. Das heißt, ich werde viermal Stärke trainieren und fünfmal Geschicklichkeit. Genau.
Viermal Stärke und fünfmal Geschicklichkeit. Stärke war das. Genau. Davon viermal. Genau, und ihr seht auch, also mittlerweile dauert es schon einige Zeit länger, wenn man hier trainiert. Also das geht relativ rasch. Am Anfang konnte ich ja noch 10 Trainingseinheiten verballern für, ja, ich glaube, eine Minute oder so. Und jetzt sind schon 4 Trainingseinheiten eine anderthalbe Minute. Das heißt, das nimmt schon ein bisschen Zeit in Anspruch, dieses Spiel. Aber bislang habe ich noch nicht wirklich. Na, okay, wenn die Energie leer ist, dann kann man nicht mehr spielen für den Tag, außer man kauft sich Kaffee oder ähnliches. Aber doch, man kann sich schon den ganzen Tag damit beschäftigen, meiner Meinung nach. Dann soll es das auch gewesen sein für den vierten Part hier von Battlemons. Könnt mir mal in die Kommentare schreiben, wie ihr dieses neue Projekt findet. Ob ich es weiter LP'n soll oder eher so privat und immer mal Statusmeldungen für euch abgeben soll. Und ja, dann sage ich tschüss, 1:08 ist es, 40 Spieler online, ist auch eine schöne Zahl. Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Fabi.